Bürgermeister, Direktor derer Kammermusiken am anhaltkötenischen Hofe. Mein Vater war Hof- und Feldtrompeter in Weißenfels und mein Bruder war Trompeter in Anhalt-Zerbst, wo ich so in der Kapelle einige Male zur Diskretion mitgesungen hatte. Und ich wurde bald als fürstliche Sängerin am anhaltkötenischen Hofe engagiert. Seine Frau war ein Jahr zuvor gestorben und aus der Ehe waren 3 Söhne und eine Tochter am Leben. Katharina Dorothea, Wilhelm Friedemann, Karl Philipp Emanuel und Johann Gottfried Bernhard. Für Friedemann hatte der Vater ein Klavierbüchlein angefangen, worinnen nach anderen Übungsstücken weitere Stücke kamen, aus denen bald 2 besondere Werke wurden zum Nutzen der lehrbegierigen musikalischen Jugend. Bald fing er auch für mich ein Klavierbüchlein an. Einen gnädigen und Musik sowohl liebenden als kennenden Fürsten, bei welchem er auch vermeinete, seine Lebenszeit zu beschließen. Es musste sich aber fügen, dass dieser Serenissimus sich mit einer bärenburgischen Prinzessin vermählete, da es denn das Ansehen gewinnen wollte, als ob die musikalische Inklination bei ihm in etwas Laulicht werden wollte, zumal da die neue Fürstin schiene eine Amosa zu sein. So fügte es Gott, dass er nach Leipzig zu Direktore Musicis und Kantore an der Thomasschule berufen wurde, obwohl es ihm nun zwar anfänglich gar nicht anständig sein wollte, aus einem Kapellmeister ein Kantor zu werden, weswegen auch seine Resolution auf ein Vierteljahr trainierte. Thank you.
Von Jugend auf hatte ihn ein besonderer starker Trieb bewogen, so viel von guten Organisten als ihm möglich war zu hören, dass er von Lüneburg, als er noch im Gymnasium war, manchmal zu Fuße nach Hamburg ging. Und er war kaum 18 Jahre alt zum Organisten an der neuen Kirche in Arnstadt berufen worden. Von dort tat er einstmals, und zwar zu Fuße, eine Reise nach Lübeck, um den dasigen berühmten Organisten Herrn Dietrich Buxtehuden zu behorchen. Er war dann zum Organisten an der St. Blasius-Kirche in Mühlhausen berufen worden und sobald zum Hoforganisten in Weimar, wo das Wohlgefallen seiner gnädigen Herrschaft an seinem Spielen ihn angefeuert hatte, alles Mögliche in der Kunst, die Orgel zu handhaben, zu versuchen. Er kannte auch den Bau der Orgeln aus dem Grunde und war einmal von der Universität zu Leipzig eingeladen worden, die neue große Orgel der Paulinerkirche zu untersuchen. Als Kantor aber hatte er keinen Organistendienst. Er war der erste obere Lehrer an der Thomasschule nach dem Rektor und dem Konrektor. Und demnach aus dieser Schule die Musik in vier Kirchen der Stadt, wie auch auf Hochzeiten und Begräbnissen bestellt wurde, so sollte er allen möglichen Fleiß anwenden, damit die Knaben, welche zum Singen geschickt und in der Musik etwas prestieren konnten, darinne wohl abgerichtet wurden. In die neue Kirche und in die Petrikirche kamen die Knaben, die weiter nichts als Motetten und Choralen zu singen hatten, und in die zwei Hauptkirchen, St. Tomi und St. Nikolai, diejenigen, die mit anderer Konzertmusik zu tun hatten. Er hatte die Inspektion über die Organisten und über die Stadtpfeifer und Kunstgeiger, die hier mit den Knaben mitwirken mussten, und hatte Konzertmusik für den Hauptgottesdienst jedes Sonntages zu besorgen, die drei letzten Adventssonntage und die Fastensonntage ausgenommen. Weihnachten, Ostern und Pfingsten wurden dreitägig mit Konzertmusik gefeiert und an diesen hohen Festen wurde die Musik, welche früher im Hauptgottesdienst der einen Kirche aufgeführt, nachmittage im Vespergottesdienst der anderen Kirche wieder aufgeführt. Ebenso am Neujahrs, Epiphanias, Himmelfahrts, Trinitatis, Johannis, Michaelis und Reformationsfeste, sowie an den drei Marienfesten und am Ratswechsel. Dazu hatte er die Passionsmusik für die Karfreitagsfeste zu besorgen. Und noch wurden Kyrie und Gloria und Sanctus zuweilen konzertiert und das lateinische Magnificat zu Weihnachten. Oh.
Von unseren drei ersten Kindern raubte uns der Tod bald Christiane Sophie Henrietta, die Erstgeborene, und Christian Gottlieb, den zweiten Sohn. Ich hatte ein neues Klavierbüchlein, das Sebastian für mich mit zwei neuen Suiten angefangen hatte. Und er ließ für die Michaelismesse des folgenden Jahres eine solche Suite als die erste Partita einer Klavierübung in Kupfer stechen. Es war die erste Komposition, die er drucken ließ. Er veröffentlichte dann jedes Jahr so eine Partita, bis auf fünf, welche er zusammen mit einer sechsten als Opus 1 drucken ließ. Sommerzeit zur Freude.
bald von den Herren Studenten mit Musik für manche außerordentliche Universitätsfeierlichkeiten beauftragt worden und weiter einige Jahre später bekam er die Direktion des Collegium Musicum, welches Herr Telemann in Leipzig gegründet hatte. Als der Herr Student von Kirchbach ihn aber mit einer Trauermusik für die verstorbene Königin Christiane Eberhardine beauftragte, erhob der Organist zu St. Nikolai, Herr Görner, der die Direktion des neuen Gottesdienstes an der Universitätskirche hatte, Einspruch bei der Universität. Und die Universität wollte Sebastian nur als eine bloße Begünstigung gestatten, seine Musik aufzuführen. Darauf starb der Fürst in Köthen und ich habe dort als ehemalige fürstliche Sängerin die Trauermusiken, so von dem ehemaligen Kapellmeister verfertigt und aufgeführt, machen geholfen.
3 Wochen später führte er in Leipzig seine Passionsmusik nach dem Evangelisten Matteo in der Karfreitagsvesper zu St. Thomae erstmals auf.
Dieser kann da nicht allein nichts, sondern will sich auf dies Fall nicht erklären. Die singt schon nicht und es kommen auch andere Beschwerden dazu. Änderung wird nötig sein. Es muss doch einmal bringen. Es ist ja notorisch, dass meine Herren Präantecessore Schell und Kuhnau sich von der Beihilfe derer Herren Studiosoren bedienen müssen, wenn sie eine vollständige und wohllautende Musik haben produzieren wollen, welche sie dann auch insoweit haben prestieren können, da sowohl einige Vokalisten als Bassist und Tenorist, ja auch Altist, als auch Instrumentisten, besonders zwei Violisten, von eurem hochedlen und hochweisen Rat aparte sind mit Stipendiis begnadigt, mithin zur Verstärkung derer Kirchenmusiken animiert worden. Da nun aber der itzige Status Musices ganz anders weder ehedem beschaffen, die Kunst um sehr viel gestiegen, der Gusto sich verwunderenswürdig geändert, dahero auch die ehemalige Art von Musik unseren Ohren nicht mehr klingen will und man umso mehr einer erklecklichen Beihilfe benötigt ist, damit solche Subjekte choisiert und bestellt werden können, so den itzigen musikalischen Gustum assequieren, die neuen Arten der Musik bestreiten, mithin imstande sein können, dem Kompositori und dessen Arbeit Satisfaktion zu geben, hat man die wenigen Beneficia, so eher hätten sollen vermehrt als verringert werden, dem Coro Musico gar entzogen. Es ist ohnedem etwas Wunderliches, da man von denen deutschen Musicis prätendiert, sie sollen kapabel sein, allerhand Arten von Musik, sie kommen nun aus Italien oder Frankreich, England oder Polen, sofort extempore zu musizieren, wie es etwa diejenigen Virtuosen, vor die es gesetzt ist, und welche es lange vorher studiert, ja fast auswendig können, über dem auch, quod notandum, in schweren Solde stehen, deren Mühe und Fleiß mithin reichlich belohnt wird, prestieren können. Man solches doch nicht konsiderieren will, sondern lässt sie ihrer eigenen Sorge über, da denn mancher vor sorgender Nahrung nicht dahin denken kann, um sich zu perfektionieren, noch weniger zu distinguieren. Mit einem Exempel diesen Satz zu erweisen, darf man nur nach Dresden gehen und sehen, wie da selbst von königlicher Majestät die Musici salariert werden. Es kann nicht fehlen, da denen Musicis die Sorge der Nahrung benommen wird, der Chagrin nachbleibet, auch über dem jede Person nur ein einziges Instrument zu exkulieren hat, es muss was Treffliches und Exzellentes zu hören sein. Er hatte dann an einen Jugendfreund, der mittlerweile kaiserlich-russischer Agent in Danzig geworden war, geschrieben. Ihr selbst bin nun nach Gottes Willen an noch beständig. Da aber nun, erstens, finde, dass dieser Dienst bei weitem nicht so erklecklich, als man mir ihn beschrieben. Zweitens, viele Accidentia dieser Station entgangen. Drittens, ein sehr teurer Ort. Und viertens, eine wunderliche und der Musik wenig ergebene Obrigkeit ist, mithin fast in stetem Verdruss, Neid und Verfolgung leben muss, als werde genötigt werden, mit des höchsten Beistand meine Fortun anderweitig zu suchen. Sollten euer Hochwohlgeboren vor einen alten treuen Diener dasiges Ortes eine konvenable Station wissen oder finden, so ersuche ganz gehorsamst, für mich eine hochgeneigte Rekommendation einzulegen. An mir soll es nicht mankieren, dass dem hochgeneigten Vorspruch und Intercession einige Satisfaktion zu geben, mich bestens beflissen sein werde. Meine itzige Station belaufet sich etwa auf 700 Reichstaler. Und wenn es etwas mehrere als ordinäre Mordleichen gibt, so steigen auch nach Proportion die Accidentia. Ist aber eine gesunde Luft, so fallen hingegen auch solche, wie denn voriges Jahr an ordinären Leichenakzidentien über 100 Reichstaler Einbuße gehabt. In Thüringen kann ich mit 400 Reichstalern weiterkommen als hiesiges Ortes mit noch einmal so vielen Hunderten, wegen der exzessiven kostbaren Lebensart.
reisten viele Freunde und zog manchmal mit Friedemann dahin. Friedemann wurde bald dort zum Organisten an der Sophienkirche berufen, wo sein Vater einige Zeit zuvor ein Konzert auf der Orgel gegeben hatte. Er wurde auch nach Kassel eingeladen, um die neu eingerichtete Orgel der großen Kirche zu examinieren und in öffentlicher Versammlung zu inaugurieren, und nahm mich auf diese Reise mit. Wir hatten eben unsere anderthalbjährige Christiane Dorothea verloren. Und bald raubte uns der Tod noch unsere vierjährige Regine Johanna und den kleinen Johann August Abraham, 2 Tage nach dessen Geburt. War der Landesherr in Dresden gestorben und Sebastian widmete dem neuen Kurfürsten in tiefster Devotion eine große Missa, bestehend in Kyrie und Gloria. Ich habe einige Jahre und bis daher bei den beiden Hauptkirchen in Leipzig das Direktorium in der Musik gehabt, dabei aber ein und andere Bekränkung unverschuldeterweise, auch jezuweil eine Verminderung derer mit dieser Funktion verknüpften Akzidenzien empfinden müssen, welches aber gänzlich nachbleiben möchte, da ferne eure königliche Hoheit mir die Gnade erweisen und ein Prädikat von der Hofkapelle konferieren und deswegen zur Erteilung eines Dekrets gehörigen Orts hohen Befehl ergehen lassen würden. Solche gnädigste Gewährung meines demütigsten Bittens wird mich zu unendlicher Verehrung verbinden und ich offeriere mich in schuldigstem Gehorsam, jedes Mal auf eurer königlichen Hoheit gnädigstes Verlangen, in Komponierung der Kirchenmusik sowohl als zum Orchestre meinen unermüdeten Fleiß zu erweisen und meine ganzen Kräfte zu dero Dienste zu widmen. Und in den folgenden Monaten gab er mehrere Dramata per Musica und Kantaten zu Ehren des Fürstenhauses. Als dann der Fürst nebst seiner Gemahlin mit ihrer allerhöchsten Gegenwart die Stadt Leipzig beglückten, wollten die Herren Studenten am Tage, an welchem ihre Majestät ein Jahr zuvor zum König in Polen und Großherzog von Litauen gewählt worden, ihre alleruntertänigste Devotion durch eine Abendmusik bezeugen.
7. desselbigen Jahres gab er ein großes Oratorium in 6 Teilen und wieder ein Oratorium zur Himmelfahrt danach. Und jetzt hat er meinem ersten Präfekten Kittler unter Androhung harter Strafen befohlen, mit dem anderen Chore zu gehen und lässt mir durch diesen Krausen davon Nachricht geben, welchen er mir so zum Präfekten des ersten Chores mit Gewalt aufzwingen will. Es ist höchst unbillig. Ich mag solches nicht geschehen lassen, zumal die musikalischen Kirchenstücke so im ersten Chore gemacht werden und meistens von meiner Komposition sind, ungleich schwerer und intrikater sind weder die, so im anderen Chore musiziert werden. Ich bitte Sie gehorsamst um Schutz und Hilfe.
Ich habe mich beim Herrn Superintendenten erkundigt, er hat Ihnen keine Verordnung gegeben. Ich habe ihm die ganze Sache erzählt. Er probierte meine Conduite gänzlich und ließ sich gefallen, dass es bis zu der Wiederkunft des Herrn Vorstehers und nach ausgemachter Sache bei der von mir auf Befehl des Herrn Vorstehers gemachten Anordnung bliebe, weil es doch billiger sei, dass der Kantor dem Herrn Vorsteher und dem Rektor als diese jenem ad interim nachgäben. Ich kehre mich daran durchaus nicht. Es mag kosten, was es will. Danach ließ der Rektor allen Schülern bei Strafe der Relegation und Kastigation andeuten, dass sich keiner unterstehen solle, statt des Grausen weder abzusingen noch die gewöhnliche Motette zu dirigieren, sodass in der Nachmittagspredigt zu Sebastians größten Despekt und Prostitution kein einiger Schüler aus Furcht der Strafe das Absingen über sich nehmen, noch weniger die Motette dirigieren wollte. Sebastian hatte jene Woche die Aufsicht im Internat. Und du gibst ihnen ihre Speise zu deiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigest alles, was lebe, mit Brot fallen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zukomme dein Reich, dein Wille geschehe, als im Himmel auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und verlass uns unsere Schuld, als wir verlassen unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Übel. Amen. Kittler, warum wart ihr nachmittage nicht mit dem ersteren Chöre? Der Rektor... Hinaus. Setzt euch. Er suchte bei dem Rat um eine baldigste und schleunige Hilfe, vergebens. Er konnte den Krausen nicht loswerden. Jenes Jahres aber ließ ihm der König durch den Grafen Kaiserling das Prädikat Ihre Hofkompositeur angedeihen. 3 Tage darauf gab er in Dresden auf der neuen Orgel in der Frauenkirche ein großes Konzert in Gegenwart des Grafen und anderer Vornehmen und vieler Mitglieder der Hofkapelle, Künstler und anderer Personen, welche ihn mit besonderer Admiration hörten. Und er konnte dann, nachdem der Aufenthalt des Krausen auf der Schule zu Ende gegangen war, da er auch vergebens an das Konsistorium geschrieben hatte, den König in allertiefster Untertänigkeit ersuchen, dem Rate anzubefehlen, dass er den Kantor in seinem Rechte der zu ernennenden Chorpräfekten ungekränkt erhalten und dabei schützen solle, und dem Konsistorium anzubefehlen, den Rektor zu einer Abbitte der dem Kantor angetanen Beschimpfung anzuhalten. Auch sodann sonder Maßgebung dem Superintendenten aufzutragen, die ganze Schule dahin anzumahnen, dass die sämtlichen Schulknaben dem Kantor den sonst gehörigen Respekt und Gehorsam erzeigen sollen. Und der König ließ das Konsistorium schriftlich auffordern, es solle auf die Beschwerde des Kantors die Gebühr verfügen. Und das Konsistorium verlangte von dem Superintendenten und von dem Rate Bericht binnen 14 Tagen.
Er heißt auch Bassus Continuus oder nach der italienischen Endung Basso Continuo, weil er kontinuierlich fortspielt, damit die anderen Stimmen dann und wann pausieren, die wohl auch heutzutage dieser Bass zum öfteren Pausieren sonderlich in künstlich gesetzten Sachen. Von der Definition. Der Generalbass ist das vollkommenste Fundament der Musik, welcher mit beiden Händen gespielt wird, dergestalt, dass die linke Hand die vorgeschriebenen Noten spielt, die rechte aber Konten und Dissonanzien dazugreift. Eine wohlklingende Harmonie gebe zur Ehre Gottes und zulässiger Ergötzung des Gemüts. Und soll wie aller Musik, also auch des Generalbasses Finis und Endursache, anders nicht als nur zu Gottes Ehre und Rekreation des Gemüts sein. Wo dieses nicht in Acht genommen wird, da ist keine eigentliche Musik, sondern nur teuflisches Geplärr und Geleier. Alle seine Schüler waren hernach imstande, Gott und der Republik mit Nutzen Dienste leisten zu können, und er suchte alles zu bewerkstelligen, um seiner Kinder wohl befördern zu helfen. Friedemann wurde von Dresden nach Halle berufen, als Musikdirektor und Organist bei der Liebfrauenkirche, deren Posten sein Vater einst erstrebt hatte. Emanuel lebte einige Zeit als Student in Frankfurt an der Oder, wo er zugleich auf dem Klavier informierte und wurde bald Kapellmusiker des Königs von Preußen und dessen Akkompanist. Und Bernhard wurde, kaum 20 Jahre alt, zum Organisten an der Marienkirche in Mühlhausen berufen. Nachdem aber Bernhard nicht 2 Jahre in Mühlhausen geblieben war, musste sein Vater für ihn nicht alleine den Tisch dort bezahlen, sondern auch einen Wechsel, so seinen Auszug vermutlich damalen kausierte, und auch noch einige Dukaten zur Tilgung einiger Schulden zurücklassen. Und nachdem er ihn dann nach Sangerhausen befördern geholfen hatte, in Hoffnung, die Sangerhäuser zivilisiertere Lebensart und vornehme Gönner würden den missratenen Sohn gleichmäßig zu anderer Aufführung bewegen, musste der Vater mit äußerster Bestürzung abermaligst vernehmen, dass Bernhard wieder hier und da aufgeborgt hatte, seine Lebensart nicht im geringsten geändert, sondern sich gar absentiert, ohne ihm den geringsten Part seines Aufenthaltes wissend zu machen. Da keine Vermahnung, ja gar keine liebreiche Vorsorge und Assistance mehr zureichen wollte, so musste der Vater sein Kreuz in Geduld tragen, den ungeratenen Sohn aber lediglich göttlicher Barmherzigkeit überlassen. Nicht zweifelnd, dieselbe werde sein wehmütiges Flehen erhören und endlich nach dem heiligen Willen an selbig arbeiten, dass er lerne erkennen, wie die Bekehrung einzig und allein göttlicher Güte zuzuschreiben. Bernhard aber starb plötzlich in Jena, wo er als Student der Jura immatrikuliert war und bei Herrn Johann Nikolaus Bach, Senior aller noch lebenden Bachen, Organisten sowohl an der Universität als Stadtkirche, wohnte. Jenes Jahres veröffentlichte Sebastian den 3. Teil der Klavierübung, bestehend in verschiedenen Vorspielen über die Katechismus und andere Gesänge vor die Orgel. Den 2. Teil, bestehend in einem Concerto nach italienischem Gusto und einer Ouvertüre nach französischer Art vor ein Klavissimbel mit 2 Manualen, hatte er 4 Jahre zuvor drucken lassen.
Unser lieber guter Herr Vetter Johann Elias Bach, wohlbestallter Kantor in Schweinfurt, wohnte in jenen Jahren bei uns. Er war an der Universität zu Leipzig als Student der Theologie immatrikuliert und ließ sich zugleich von Sebastian in der Musik fördern. Und Sebastian hatte ihn mit der Unterweisung meiner drei Söhne Gottfried Heinrich, Johann Christoph Friedrich und Johann Christian beauftragt. Und der Herr Vetter sollte sie noch zum Tisch des Herrn vorbereiten. Für mich hatte er mehrmals an seine liebe Mutter und Schwester geschrieben, dass sie mir etliche Pflanzen von gelben Nelken überschickten, weil ich eine große Liebhaberin der Gärtnerei war. Und da Sebastian mir einmal referierte, dass er bei einem Herrn Kantor zu Halle einen Hänfling gesehen, welcher durch die geschickte Unterweisung seines Lehrmeisters sich besonders im Singen hören ließe, hatte der Herr Vetter nach Halle geschrieben und diesen Kantor gebeten, seinen Sänger gegen billige Bezahlung an mich zu überlassen. Und da ich mich einmal plötzlich sehr unbass befand, während Sebastian in Berlin war, Emanuel zu besuchen, und man nicht wusste, ob etwa aus heftigen Wallungen des Geblüts gar ein schleichendes Fieber oder sonsten üble Folgerung entstehen möchte, musste der Herr Vetter mehrmals an Sebastian schreiben und ihn in seiner Ruhe und Zufriedenheit stören, damit er seine Reise beschleunigen möchte. Einige Zeit nach seiner Rückkunft ließ er als eine neue Klavierübung eine Arie mit 30 Variationen vors Klavierzimbal mit zwei Manualen, so von ihm komponiert, über eine Sarabande aus meinem Klavierbüchlein in Kupfer stechen. Graf Kaiserling, der ihrer russischen kaiserlichen Majestät Ambassadeur am Dresdener Hofe war, hatte gegen Sebastian geäußert, dass er gern einige Klavierstücke haben möchte für seinen Cembalisten, der ihm während der schlaflosen Nächte etwas vorspielen musste. Und da Sebastian diese Variationen dafür komponiert, hatte ihm der Graf ein Geschenk mit einem goldenen Becher gemacht, welcher mit 100 Louis d'Or angefüllt war. Thank you.
Selbstmord des Komrektors. Er hat sich in den Zwinger sogleich hinter der Pastorwohnung an dem Wagnerischen Garten an einer Krause gehangen und ein Ende genommen mit Schrecken. Mein Gott, wann kommt das schöne Mut, da ich in Frieden fahren will und in dem Sand. Dort bei dir im Schoße ruht, dir Abschied ist gemacht. Nehmt gute Nacht. In den letzten Jahren führte er einige frühere Kirchenstücke wieder auf.
Emanuel hatte nun schon einen männlichen Erben, der ungefähr um die Zeit geboren war, da wir leider die preußische Invasion hatten. Alsdann tat Sebastian noch einmal die Reise nach Berlin in Begleitung von Friedemann. Und da des Königs von Preußen Majestät mehrmals gefragt hatten, warum er nicht einmal komme, fuhr er nach Potsdam. Seine Majestät spielten ihm selbst ein Thema zu einer Fuge vor, welches er sogleich zum besonderen Vergnügen seiner Majestät auf dem Klavier ausführte. Am Tag darauf ließ er sich vor vielen Zuhörern in der Heiliggeistkirche mit allgemeinem Beifall auf der Orgel hören. Und abends verlangten seine Majestät eine Fuge mit 6 obligaten Stimmen zu hören, welches er auch sogleich zur Verwunderung des Königs und sämtlicher anwesenden Tonkünstler bewerkstelligte. Emanuel wies ihm noch das neue Opernhaus in Berlin und den großen Speisesaal darin. Und er fand, dass der Baumeister hier ein Kunststück angebracht habe, nämlich wenn jemand an der einen Ecke oben ganz leise in die Wand einige Worte flisperte, so hörte es der andere, welcher übers Kreuz an der anderen Ecke stand, ganz deutlich. Und sonst in der Mitte oder an den übrigen Orten hörte von den anderen Personen keiner nicht das Geringste. Potsdam gar bald bemerkt, dass wegen mangels nötiger Vorbereitung seine Ausführung nicht also geraten wollte, als es das von seiner Majestät ihm aufgegebene Thema erforderte. Und er hatte demnach den Entschluss gefasst und sich sogleich anheischig gemacht, dieses recht königliche Thema vollkommener auszuarbeiten und sodann der Welt bekannt zu machen. Und nach seiner Zurückkunft brachte er ein 3-stimmiges Ricercar und ein 6-stimmiges und ein Trio für Flöte, Violine und Klavier, nebst noch einigen anderen Kunststückchen über das königliche Thema zu Papiere, ließ diese Stücke in Kupfer stechen und widmete sie dem Könige als ein musikalisches Opfer. Er war nun in die von seinem Schüler Mitzler in Leipzig gestiftete Sozietät der musikalischen Wissenschaften getreten und ließ noch einige kanonische Veränderungen vor die Orgel, die er bei seinem Eintritt in diese Sozietät geliefert hatte, in Kupfer stechen. Die Entfernung unserer beiden Städte erlaubte es nicht, persönlichen Besuch einander abzustatten. Sebastian wollte sich sonst die Freiheit nehmen, den Herrn Vetter aus Schweinfurt zu unserer Tochter Liesk in ihren Tage, so mit dem neuen Organisten in Naumburg, Herrn Altnikol, im Januar vor sich gehen sollte, dienstlich zu invitieren.
Da aber auch unbequeme Jahreszeit es wohl nicht erlauben durfte, den Herrn Vetter persönlich bei uns zu sehen, so bat ihn Sebastian doch, den Kindern in Abwesenheit mit einem christlichen Wunsch zu assistieren. Zu Hause blieben dann unsere drei Jüngsten, Regine Susanna, Johanna Carolina und Johann Christian, mit Sebastians Tochter Katharina Dorothea unverheiratet und unserem ältesten Sohn Gottfried Heinrich, dessen Genie ebenfalls zur Musik inklinierte, aber nicht entwickelt war. Unser 18-jähriger Johann Christoph Friedrich trat in die Kapelle des Grafen von Schaumburg-Lippe in Bückeburg, einige Wochen vor Sebastians Tode. Zu der Missa, welche er dem König August gewidmet, hatte nun Sebastian ein großes Credo komponiert. Er fügte ein früheres Sanctus bei und schrieb noch ein Osanna Benedictus Agnus Dei und Dona Nobis Pacem dazu. Er hatte noch eine neue Sammlung von großen Chorälen vor die Orgel angefangen und arbeitete seit einiger Zeit an einer Kunst der Fuge, durch welche gezeigt, was möglicherweise über ein Thema gemacht werden könne. Er konnte aber nur einen Teil für den Stich bereiten und am Ende wurde eine große Fuge durch seine Augenkrankheit unterbrochen. Er wollte diese Augenkrankheit durch eine Operation heben lassen, die musste aber wiederholt werden und verunglückte, sodass er darauf 4 Monate lang fast immer kränklich war und sein Gesicht nicht brauchen konnte. In seiner Blindheit diktierte er einen Choral vor die Orgel über die Melodie »Wenn wir in höchsten Nöten sein« und ließ ihn dann nebst noch einigen Verbesserungen aufschreiben unter dem Titel »Vor deinen Thron trete ich«, welches nach derselben Melodie gesungen wird. Und plötzlich schien es sich mit seinen Augen zu bessern, sodass er einstmals des Morgens ganz gut wieder sehen und auch das Licht wieder vertragen konnte. Allein wenige Stunden darauf wurde er von einem Schlagfluße überfallen. Auf diesen erfolgte ein hitziges Fieber, an welchem er ungeachtet aller möglichen Sorgfalt zweier der geschicktesten Leipziger Ärzte eines Abends sanft und selig verschied.